Wenn wir den dritten Weltkrieg wollen, müssen wir nur so weitermachen wie in den letzten Tagen. Putin wird jetzt bereits als Puttler bezeichnet, eine Wortkreation von Putin und Hitler. Der österreichische Außenminister vergleicht den russischen Einmarsch in die Ukraine bereits mit dem Einmarsch Hitlers in Österreich 1938. Gleich mal Informationen für euch zur Frage, ob die Ukraine 2022 vergleichbar ist mit dem Polen von 1939. Ich will euch Fakten zeigen und ich sage euch heute, was ich denke, auch wenn die gegenwärtige Propaganda wie bei Corona zu einer unglaublichen Spaltung der Gesellschaft führt. Lieber mit der Wahrheit fallen als mit der Lüge sterben, das ist mein Motto seit Jahren und das bleibt es. Ihr wisst alle, wie wir beim Irakkrieg 2003 zum Beispiel und auch während der letzten zwei Jahre von unseren Medien belogen und getäuscht wurden. Und jetzt glaubt ihr, ein Mann aus dem Osten ist der Irre, handelt völlig vernunftwidrig? Ich bin fassungslos. Dieses Video will euch nachdenklich stimmen. Mit der Wahrheit schaffen wir Frieden und Freiheit. Und schaut euch neben mir die Familie eines jungen Ukrainers und einer jungen Russin an. Kriege werden von ganz kleinen Kreisen beschlossen und von Völkern nur ausgeführt. Am Schluss zeige ich, wie ein nationaler Sicherheitsberater der USA über die Rolle der Ukraine schrieb. Wacht bitte auf. Und hier halte ich ein Buch in der Hand vom Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1958, als Konrad Adenauer von der CDU mit absoluter Mehrheit Bundeskanzler war. Ihr werdet bald wissen, warum ich dies hier anspreche. Wenn wir nicht aufpassen, gehen wir den Weg wie 1939 in einen Weltkrieg. In diesem Buch findet sich eine Aussage, die nahezu alle von euch kaum glauben können. Und ich sage euch, was das mit der Ukraine heute zu tun hat. Auf Seite 285 in diesem Buch. Nicht berücksichtigt ist dabei die Massenflucht Deutscher aus Polen, die seit Mitte 1939 im Zeichen drohender kriegerischer Auseinandersetzung durch die polnischen deutschen Verfolgung, nochmals durch die polnischen deutschen Verfolgung, ausgelöst wurde. Ende August 1939 waren etwa 70.000 Deutsche aus Polen in Lagern im Reich untergebracht, weitere Tausende in Privatunterkünften. Ihr werdet jetzt sagen, das ist doch Geschichtslitterung, das ist doch eine Geschichtstäuschung, aber ich zeige euch, die Seite des Statistischen Bundesamts, wo jeder von euch dieses Buch als PDF herunterladen kann und sich vom Beweis überzeugen kann. Es gab damals vor Beginn des Zweiten Weltkriegs polnische Deutschenverfolgungen, die heute jedoch geleugnet werden. So wie heute Ukrainer vom Westen gegen Russen aufgehetzt werden, so wurden damals die Polen von den Engländern und Franzosen gegen Deutsche aufgehetzt. Von der Judenfeindschaft des polnischen Regimes ganz zu schweigen. Putin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass 1938 der polnische Botschafter in Berlin-Lipski mit Adolf Hitler eine Deportation der Juden nach Afrika diskutierte und ihm bei Gelingen ein Denkmal in Warschau versprochen hat. Und auf den Seiten 221 und 222 meines Buchs rennt bestimmt. Und ich verlinke euch unter diesem Video große Teile meines Buchs kostenlos, damit jeder gerade dieses Kapitel zu Polen nachlesen kann. Und darin beschrieb ich die damaligen Vorgänge, die das Statistische Bundesamt 1958 mit polnischen deutschen Verfolgungen umschrieb. Und auf Seite 223, und ich stelle die Parallele zu heute her. Am 6. Januar 1939 traf sich Hitler am Obersalzberg mit dem polnischen Außenminister Beck. Dabei ging es um die Rückgabe der Hafenstadt Danzig, wobei Polens Wirtschaftsinteressen gesichert werden sollten. Hitlers Chefdolmetscher Schmidt dazu. Gleichzeitig verlangte Hitler den Bau einer exterritorialen Autostraße und Eisenbahnlinie durch den Korridor, weil es gab keine Verbindung zwischen dem Deutschen Reich und Ostpreußen. Er bot als Gegenleistung eine ausdrückliche Garantie der deutsch-polnischen Grenzen und eine Erneuerung der am 26. Januar 1934 von ihm als erste größere außenpolitische Initiative abgeschlossene deutsch-polnische Nichtangriffserklärung. Beck sagte zwar eine Prüfung des gesamten Fragenkatalogs zu, aber aus seinem Unterton habe man das Nein laut Schmidt, dem Chefdolmetscher Hitlers, deutlich erkennen können. Nochmals, ihr könnt das gesamte Buchkapitel kostenlos lesen und alle Quellen darin überprüfen. Und dann schreibe ich weiter. Noch am 29. August 1939 antwortete Hitler auf ein Schreiben des britischen Botschafters, die deutsche Regierung nimmt unter diesen Umständen das Vermittlungsangebot der britischen Regierung an, wonach diese dafür sorgen wird, dass ein polnischer Unterhändler mit den nötigen Vollmachten nach Berlin entsandt wird. Sie rechnet mit dem Eintreffen dieses polnischen Abgesandten am Mittwoch, den 30. August 1939, und wird sofort Vorschläge ausarbeiten. In der Nacht vom 30. August auf den 31. August 1939 kam es noch zu einem Treffen des deutschen Außenministers Ribbentrop mit dem britischen Botschafter Henderson. Darin sagte Ribbentrop, die Polen sind die Provokateure und nicht wir. Wir verlangen, dass ein bevollmächtigter Unterhändler hier nach Berlin kommt, der verantwortlich im Namen seiner Regierung mit uns verhandeln kann. Der Unterhändler kam nicht. Am 1. September 1939 marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Die Polen glaubten, die britische Luftwaffe würde sofort die Rüstungszentren der Deutschen bombardieren. Und stattdessen warfen sie monatelang nur Flugblätter über dem Ruhrgebiet ab. Die Polen glaubten auch, die 1,5 Millionen französischen und englischen Soldaten würden die Deutschen im Westen massiv angreifen. Stattdessen geschah überhaupt nichts. Und so wählte ich die Überschrift für das Kapitel meines Buchs, wie England täuschte
und Polen das erste Opfer wurde. Lest alles nach. Der russische Präsident schrieb am 20. Juli 2020 folgerichtig: Der Grund dafür war übrigens auch ein Vermächtnis von Versailles, das Schicksal des sogenannten Danziger Korridors. Mit Versailles meinte den Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg, der Deutschland unglaubliche Lasten auferlegte nach dem verlorenen Weltkrieg. Die anschließende Tragödie, so Putin, Polens hat die damalige polnische Führung auf dem Gewissen, die den Abschluss einer anglo-französisch-sowjetischen Militärunion verhindert und auf die Hilfe ihrer westlichen Partner gehofft hat, so Putin. Aber diese Hilfe der westlichen Partner kam nicht. Neben mir zeige ich euch eine Karte aus dem britischen Economist über die ethnische Zusammensetzung in der Ukraine. 43% der Menschen sprechen Russisch in der Ukraine. Ihr seht, dass auf der Krim die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit ethnische Russen sind. Und es gibt extreme Nationalisten, Rechtsextreme in der Ukraine. Es gibt das Regiment Azov zum Beispiel. In einem Einkaufszentrum in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, war 2019 laut einer israelischen Zeitung das Hakenkreuz zu sehen. Macht euch das nachdenklich. Und im September 2014 zeigte das ZDF in der Heute-Sendung unkommentiert Kämpfer in der Ukraine mit Hakenkreuz und SS-Runen auf dem Stahlhelm. Gemeint ist das Regiment Azov. Der Tagesspiegel berichtete, Kritiker werfen dem ZDF damals eine unkommentierte Verbreitung verfassungsfeindlicher Embleme vor. In der Tat, der Vorwurf von Putin, dass dort in der Ukraine Nazis unterwegs sind, ist meines Erachtens berechtigt. Und was ist mit den gefundenen Massengräbern von Russen in der Ostukraine? Ist das alles nur russische Propaganda? In den letzten Wochen drängte der ukrainische Präsident in die NATO, in den letzten Tagen in die Europäische Union. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar drohte Zelensky damit, sich Atomwaffen wieder zu beschaffen. Und stellt euch mal vor, Kanada würde ein Bündnis mit China eingehen. China würde Militärberater, Soldaten etc. mit Waffen nach Kanada entsenden. Was würden die Vereinigten Staaten von Amerika wohl tun? Putin sagte ganz deutlich, dass er eine neutrale Ukraine will. Wir blenden einmal ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters Putin am 28. Februar dieses Jahres zitiert mit den Worten, dass die ukrainische Neutralität der Schlüssel zu jeder Einigung ist. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte als Bedingung für einen Waffenstillstand am selben Tag den Abzug sämtlicher russischer Truppen aus der Ukraine, einschließlich der Krim, was für Russland völlig unannehmbar ist. Und am 22. Februar 2022 zeigte ich in meinem Telegram-Kanal ein Geheimpapier aus dem britischen Nationalarchiv vom 6. März 1991. Und darin steht, dass der damalige Vertreter der Bundesregierung erklärte: Wir haben in den 2+4-Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus ausdehnen. Wir können daher Polen und den anderen keine NATO-Mitgliedschaft anbieten. Und selbst der Spiegel dazu kürzlich, erst in diesem Jahr, schon seit 1993, also lange vor Putins Regime, behaupten die Russen, eine Ausdehnung der NATO nach Osten verstoße gegen den Geist dieses 2+4-Vertrags. So sah es offenkundig auch Kobok. Dem Vermerk nach deckt sich die russische Beschwerde mit der offiziellen Position der Bundesregierung von Kanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1991. Ist Putin wirklich der Verbrecher? Fragt euch das alle. Und denkt daran, wie sie uns 2003 vor dem Irakkrieg belogen haben. Einem Krieg, der über 400.000 Zivilisten das Leben kostete. Meiner Meinung nach ist der damalige US-Präsident George W. Bush ein Kriegsverbrecher. Putin wollte die Zusicherung, dass die Ukraine neutral bleiben sollte. Hitler wollte damals eine Autobahn zwischen dem Deutschen Reich und Ostpreußen. Und die genauen Forderungen habe ich in meinem Buch dargelegt. Tja. Und jetzt Worte von Zbigniew Brzezinski, der von 1977 bis 1981 nationaler Sicherheitsberater der USA war. Und in seinem Buch Die einzige Weltmacht sagte er 1997, dass die Ukraine ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett sei, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Denn ohne die Ukraine sei Russland kein eurasisches Reich mehr. Der US-Geostratege George Friedman schrieb in seinem Buch Die nächsten 100 Jahre, das im Jahre 2009 in deutscher Sprache erschien: Der Zusammenbruch Russlands zu Beginn der 2020er Jahre stürzt ganz Eurasien ins Chaos. Aus Sicht der Vereinigten Staaten sei dies eine durchaus begrüßenswerte Entwicklung, denn ihr fünftes Gebot verlange, dass keine Macht in der Lage sein darf, Eurasien, also Europa, Asien zu beherrschen. Friedman frohlockt: Da Russland und China im Chaos versinken, ist die Gefahr in weite Ferne gerückt. Dieser George Friedman sagte am 4.2.2015 auch: Die USA können als Imperium nicht andauernd in Eurasien intervenieren. Ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde gegen Iran und Irak. Er unterstützte beide Kriegsparteien von 1980 bis 1988 vor euch. Dann haben sie gegeneinander und nicht gegen uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber es funktionierte, denn die USA sind nicht in der Lage, ganz Eurasien zu besetzen.
Auf Seite 16 meines Buchs Fremdbestimmt bildete ich zum Beweis die Seite 7 der New York Times vom 24. Juli 1941 ab. Darin ist der Beweis, dass der spätere US-Präsident Harry Truman, er war es von 1945 bis 1953, damals schrieb: Wenn Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen. Wenn jedoch Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen. Lasst sie sich doch gegenseitig so weit wie möglich ausrotten. Ich verabscheue den Krieg. Und auch wenn ich in den letzten Wochen sagte, dass ich mit einem Krieg in der Ukraine rechne, so war ich am 24. Februar 2022 sehr erschüttert. Ich kann nur hoffen, dass ihr alle nicht der Kriegspropaganda auf den Leim geht. Tja, der deutsche Vizekanzler Habeck sagte jetzt am 2. März, je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle. In den USA sei man erfreut, dass Deutschland bereit sei, eine dienende Führungsrolle auszuüben. Herr Habeck, dem Frieden und der Freiheit und vor allem unseren deutschen Interessen dient diese Politik gewiss nicht. Wenn wir die Eskalation und den Dritten Weltkrieg wollen, brauchen die westlichen Regierungen nur ihren Kurs beizubehalten. Ich bin fassungslos, wie viele von euch da draußen der Propaganda anheimfallen. Ihr wisst, wie ihr in den letzten 2 Jahren in das Licht geführt wurdet. Und viele von euch glauben nun den Politikern und Medien, denen ihr aufgrund dessen eigentlich misstraut. Zum Schluss blenden wir neben mir noch einmal das junge Paar mit ukrainischen und russischen Wurzeln ein. Ich möchte, dass wir Deutschen uns für den Frieden einsetzen mit Russland, indem wir die Interessen Russlands berücksichtigen in unserer Politik. Nie wieder Krieg zwischen Deutschen und Russen, dafür habe ich auch mein Buch Fremdbestimmt geschrieben und sehe nun, wie die Menschen innerhalb von Tagen alles zerstören. Sagt mir später nicht, wir haben das alles nicht gewusst. Wissen ist nämlich auch eine Hohlschuld. Ich habe in den letzten Jahren meinen bescheidenen Beitrag für den Frieden, für unsere Freiheit und für die Wahrheit geleistet. Und am 4. Februar 2020 sagte ich Daniele Ganser bei einem Gespräch, dass ich mit einem Krieg in der Ukraine rechne und befürchte, dass es dann zum Dritten Weltkrieg kommt. Ich hoffe, dass meine zweite Vorhersage falsch ist und ich empfehle ein Video von ihm, von Daniele Ganser und einen Rubicon-Artikel zur Ukraine. Beides verlinke ich euch. Gottes Segen für euch alle. Schwere Prüfungen liegen vor uns.